sind vorgestern von Helsinki mit der Fähre nach Tallinn rübergefahren. Haben uns dann die Stadt ein bisschen angeschaut. Sehr schöne Stadt, sehr gut gegessen. Und dann am späten Nachmittag aus der Stadt rausgefahren, Richtung Ostsee. Sind dann gleich in einen krassen Platzregen reingekommen. Geht's weiter? Ja. Gestern Abend sind wir am Meer angekommen, haben dann da unsere Zelte aufgeschlagen und die Nacht da verbracht. Ja, die Radwege sind so ein bisschen unterschiedlich. Teilweise gibt es ganz hübsche und gute Radwege, aber teilweise eben hier sind wir auf einer offiziellen Radroute rausgefahren. Und also das war kein Radweg, das war lebensgefährlich. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat. Da schießen dann die ganze Zeit die LKWs an dir vorbei. Du hast irgendwie so 80 cm Seitenstreifen, auf dem du da fahren kannst. Also hat keinen Spaß gemacht. Und jetzt sind wir in etwa 20 Kilometern, kommen wir dann in Lettland an. Wir fahren jetzt noch ein Stück am Meer entlang und schauen mal, was wir dann machen. So, bei den Tipps und Hinweisen für Radreisen geht es heute um den baltischen Staat Estland. Estland ist ein verhältnismäßig kleines Land und in meinen Augen sehr komfortabel und einfach mit dem Fahrrad zu bereisen. Ich denke, dass es sich deswegen auch besonders gut eignet für Menschen, die erste Erfahrungen mit Radreisen sammeln wollen. Die Qualität der Radwege in Estland variiert stark. Wer Tallinn von Süden kommt, besucht bzw. die Stadt Richtung Süden verlässt, der findet einen ausgezeichneten Radweg entlang der, das muss ich ablesen, Tallinn-Saku-Lakri 340. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Innerhalb von Ortschaften hat der Radverkehr in der Regel Vorfahrt gegenüber dem motorisierten Verkehr. An den Kreuzungsbereichen findet man dafür Zebrastreifen. Und der Radverkehr teilt sich einen Weg mit dem Fußverkehr. Allerdings ist an der Stelle, an der der Radverkehr die Straße überquert, die Zebrastreifenmarkierung ausgelassen, so dass man nicht über diese Hubbel fahren muss, die dann doch so aufgemalte Zebrastreifen in der Regel bilden. Die bekannteste Radroute ist sicherlich der Eurovelo EV10, auch Ostseeküstenradweg genannt. Das ist eine internationale Radroute, die übers Baltikum und darüber hinaus verläuft. Allerdings führt der Weg selten direkt an der Küste entlang. Man hat aber oft die Möglichkeit, einfach mal eben abzufahren ein Stück und dann auch sehr schnell zum Strand zu gelangen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass größere Abschnitte der Strecke auch wirklich über stark befahrene Schnellstraßen führen, an denen man auf keinem geschützten Bereich unterwegs ist. Es bietet sich dort kein Seitenstreifen und man hat wirklich die stark befahrene Straße, an der auch viel Lkw-Verkehr an einem vorbeidonnert. Und ich stelle mir das insbesondere auch für Familien mit Kindern sehr, sehr gefährlich und überhaupt nicht schön zu fahren vor. Allerdings, je weiter man dann Richtung lettische Grenze kommt, desto schöner fährt sich das dann wiederum auch und desto häufiger führt der Weg dann auch an abgelegeneren Straßen entlang, die frei von motorisiertem Verkehr bzw. bei denen der motorisierte Verkehr sehr reduziert nur vorzufinden ist. In den meisten Ortschaften gibt es kleinere Läden, in denen man gut einkaufen kann und in größeren Städten auch moderne Supermärkte. Da das Land trotzdem relativ dünn besiedelt ist, empfiehlt es sich auf jeden Fall bei der Routenplanung, die nächsten Einkaufsmöglichkeiten mit einzuplanen und zu berücksichtigen. Das Wildcampen ist in Estland legal und auch direkt am Meer gut möglich. Und entlang des Ostseeküstenradwegs finden sich auch immer wieder eine ganze Menge offizieller Zeltplätze für alle, die lieber dort die Nacht verbringen wollen. Es gibt in Estland wildlebende Bären. Einige hundert Exemplare sollen es sein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese Bären für Wildzeltende eine Gefahr darstellen, aber ich möchte natürlich an dieser Stelle trotzdem kurz darauf hingewiesen haben. Wer durch Estland reist, der macht in der Regel auch einen Besuch in der Hauptstadt Tallinn und schaut sich dort insbesondere die wunderschöne Altstadt an.
Es empfiehlt sich dort, das Fahrrad besser stehen zu lassen, weil aufgrund sehr ausgeprägter Kopfsteinpflaster, sehr enger Gassen und großer Menschenmengen ist das Fahrradfahren in der historischen Altstadt leider überhaupt nicht geeignet. Es ist allerdings auch überhaupt kein Problem, weil die Altstadt ist relativ klein und lässt sich entsprechend auch sehr gut zu Fuß erkunden. Das waren meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Estland. Falls euch weitere Tipps einfallen, ihr selber schon im Land gewesen seid und ich irgendwas vergessen habe, ich freue mich, wenn ihr es in die Kommentare unten reinschreibt. Es gibt außerdem weitere Radreisetipps im Radreise-Wiki zu finden, auch das ist unten verlinkt. Und wenn ihr beim Abonnieren des Kanals auf die graue Glocke klickt, dann bekommt ihr einen Hinweis, wenn ich weitere Videos hochlade. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß, wenn ihr mit dem Fahrrad durch Estland fahrt.